Lakshyasana, die Asana der Konzentration. Annika zeigt, wie es geht. Bringe die Fersen zusammen in der Nähe der Geschlechtsorgane bzw. am Schambein. Ziehe dabei die Fersen so nah wie möglich zu dir hin. Dann gib die Hände unter die Pobacken und falte die Hände unter den Pobacken. Richte dich dabei auf. Diese Stellung ist besonders geeignet, um Svadhisthana und Muladhara Chakra miteinander zu verbinden. Die Fersen wie auch die Daumen bilden eine Linie und so entsteht eine Energieverbindung zwischen diesen beiden. So wird Muladhara Svadhisthana Chakra aktiviert und die Energie kann durch diese Shumna nach oben steigen. Wenn du dich dann konzentrierst auf das Ajna Chakra, fällt es dir leichter, die Konzentration zu beginnen. Diese Lakshyasana ist besonders geeignet, um vor der Meditation 1 bis 3 Minuten lang zu verharren und dich vom Alltag zu lösen.